Heute packen alle in Holdorf mit an und räumen auf. So wie hier an der örtlichen Grundschule. Umweltsammelaktion heißt der Spaß. Auch das kühle Winterwetter kann die engagierten Helfer nicht zurückhalten. Mit Besen, Mülltüten und allem, was dazu gehört, bewaffnet, geht es los. In allen Gemeinden, Städten und Gemeinden des Landkreises läuft schon seit Jahren eine Umweltwoche. Und der Abschluss der Umweltwoche ist dann immer eine Müllsammelaktion. Es ist inzwischen so, dass wir bis zu 3 große Container mit diesem Müll, der von den entsprechenden Zeitgenossen in die Landschaft geschmissen wird, hier einsammeln. Standortwechsel. Am Naturlehrpfad wird heute auch aufgeräumt. Thomas Wagner teilt seine Teams ein. Auf geht's! Hier geht es ebenfalls schon los. Die DLRG kümmert sich um das Gelände rund um den Heidesee. Ich denke schon, dass es so den Zusammenhalt ein bisschen stärkt und auch zeigt, dass sich die Leute noch engagieren. Ja, ist ja auch immer nettes Zusammensein dann hier danach oder auch ganz gut, die Gemeinde mal zu säubern. Aber man merkt auch schon, dass es weniger wird. Also in den letzten Jahren war es gefühlt mehr, waren mehr Leute geholfen. Die DLRG hat weitere Unterstützung gefunden. Und zwar auf 4 Pfoten. Hund Eddie hilft tatkräftig mit. Die Aktion gibt es schon seit einigen Jahren in der Gemeinde. Neben der DLRG und dem Verein Naturerlebnis Holdorf ist unter anderem auch der Männergesangsverein und die Jägerschaft mit von der Partie. Die Sammelaktion, die wir heute Morgen durchgeführt haben, liegt mir sehr am Herzen, weil einfach zu viel Müll in der Umgebung liegt. Und man sieht es ja immer, als Jäger kommt man ja auch mal in den Busch, wo normale Bevölkerung nicht hinkommt. Aber auch selbst da findet man Fernseher oder wie auch immer. Zurück zur Grundschule. Hier sieht es schon viel besser aus. Umweltsammelaktion heißt aber nicht nur sauber machen. Auch einige Reparaturen werden ausgeführt. Der Sandkasten der Grundschule bekommt einen neuen Rahmen. Um 12 Uhr ist die ganze Aktion vorbei. Zeit, um sich zu stärken und aufzuwärmen. Zum Abschluss gibt es ein kleines Grillfest für alle Helfer im Feuerwehrhaus.